Wer sind die 10 meistgesuchten Personen in Amerika? Und warum sind sie auf der Liste des FBI gelandet? Das sind die 10 perfidesten Männer auf diesem Planeten. Diese gefährlichen Verbrecher könnten fast jedem begegnen. Wir jagen den Teufel. Hohe Belohnungen sind ausgesetzt. Wir zahlen 2 Millionen $. Informieren Sie uns. Das FBI hat 56 Außenstellen. Über 13.000 Agenten arbeiten für die amerikanische Bundeskriminalpolizei. Die Agenten und Kriminaltechniker werden auf höchstem Niveau ausgebildet. Doch eines der erfolgreichsten Instrumente des FBI basiert auf einem ganz einfachen Konzept. Mit einer Top-10-Fahndungsliste sucht man nach den gefährlichsten flüchtigen Straftätern. Die Aufmerksamkeit der Bevölkerung ist für die Ermittlungskräfte immer noch das beste Mittel von allen. Seit die Liste 1950 eingeführt wurde, sind bereits über 490 Verdächtige dort registriert worden. Jeder auf dieser Liste stellt eine Gefahr dar. Doch als besonders gefährlich gelten bereits Verurteilte, die aus der Haft geflohen sind. Die stehen extrem unter Druck. Sie schießen auf Polizisten, entführen Leute oder stehlen Autos, in denen hinten Babys liegen. Wenn ein Häftling ausbricht, läuft beim FBI eine ganze Maschinerie an. Meistens mit Erfolg. James Earl Ray erschoss Martin Luther King. Nach der Bluttat stand dieser Mörder 1968 7 Wochen lang auf der Liste. Dann wurde er gefasst. 9 Jahre später erscheint sein Name dort erneut, nachdem er aus seinem Gefängnis in Tennessee geflohen ist. 3 Tage später, am 13. Juni 1977, wird er wieder verhaftet. Etwa ein Viertel der 10 Meistgesuchten waren entflohene Häftlinge. Über 90% konnten gefasst werden. Darunter auch einer der berüchtigsten Serienmörder der USA, Ted Bundy. Nach Angaben des FBI hat Ted Bundy innerhalb von 9 Jahren 36 Frauen ermordet. Er war ein völlig kranker Mensch und einer der raffiniertesten Serienmörder aller Zeiten. 16. August 1975. Ein Polizist in Utah stoppt Bundy wegen eines Verkehrsdelikts. Als er das Auto durchsucht, findet er eine Skimütze mit Seeschlitzen, eine Brechstange, Handschellen, Mülltüten und einen Bar-Eispickel. Die Behörden liefern Bundy nach Colorado aus, wo er wegen Mordes gesucht wird. Doch 5 Monate vor Prozessbeginn gelingt Bundy die Flucht aus seinem Gefängnis in Glenwood Springs. Am 15. Januar 1978 schlägt Ted Bundy wieder zu. Er ermordet 2 Frauen in der Studentenvereinigung Chi Omega der Florida State University. Von Alaska bis Florida hatten die Leute Angst vor ihm. Er konnte in jeder Stadt und jedem College auftauchen. Sofort setzt das FBI Bundy auf die Fahndungsliste. Beim FBI hieß es, wir müssen den Kerl kriegen. Theodore Robert Bundy, Flüchtiger Nummer 360. Auf die Liste gesetzt am 10. Februar 1978. Das FBI erstellt ein Porträt des Beschuldigten und eine Beschreibung seiner Verbrechen. Die Beamten hoffen, dass ihn irgendjemand erkennen wird. 5 Tage nachdem Bundy auf die Liste gesetzt wurde, winken Polizisten in Pensacola in Florida einen gestohlenen Wagen heraus, der durch zu hohes Tempo aufgefallen war. Die Polizisten erkennen den Mann vom Fahndungsbild. Ted Bundy ist ihnen ins Netz gegangen. Theodore Robert Bundy, gefasst am 15. Februar 1978. Bundy wird in 2 Fällen des Mordes für schuldig befunden. Der Richter verurteilt ihn zum Tod. 1989 wird er auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.
Das FBI erstellt keine Rangfolge auf der Liste der 10 Meistgesuchten. Doch wir werden einen nach dem anderen präsentieren. Unsere Nummer 10 ist ebenfalls aus der Haft geflohen. Glenn Stewart Godwin, Belohnung $100.000. Godwin mordet völlig willkürlich, wie kein anderer. Er ist auf der Liste, weil er eine ständige Gefahr darstellt. 1980, Palm Springs in Kalifornien. Glenn Godwin ist 22 Jahre alt und Kleinkrimineller. Er will gut leben, ohne viel Mühe. Wenn er nicht gerade Partys feiert, versucht er, Geldgeber für dubiose Investments zu finden. Bis jetzt hat er allerdings noch keinen großen Fang gelandet. Seine Gier nach Reichtum wird zu einer Obsession. August 18. Godwin und sein Mitbewohner haben einen Drogendealer in ihr Apartment eingeladen. Aber das Treffen nimmt eine unerwartete Wendung. Godwin drehte durch. In einem Wutanfall erstach er den Dealer mit einem Messer. Er merkte, dass ein Mensch nicht so schnell stirbt. 28 Mal sticht Godwin wie im Rausch zu. Dann bringen er und sein Mitbewohner die Leiche in die Wüste, um die Tat zu vertuschen. Doch die Polizei kann die verkohlte Leiche identifizieren. Vor Gericht belastet der Mitbewohner Godwin und sagt, dieser sei der gefährlichste Mann, der ihm je begegnet ist. Glenn Stewart Godwin wird des Mordes für schuldig befunden. Er hat eine sehr gewalttätige Seite und ist äußerst gefährlich. Auf den ersten Blick erkennt man das nicht. Godwin unternimmt mehrere Fluchtversuche. Die Behörden von Kalifornien verlegen ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis, Folsom State. 1985 heiratet Godwin eine langjährige Freundin, Shirley Rose. Sie soll ihm bei der Flucht helfen. Am 5. Juni 1987 flieht Godwin durch diesen Kanaldeckel. Ein Wachmann löst Alarm aus. Der Beamte Steve Vance war dabei. Das dreifache Signal bedeutet, dass ein Häftling geflohen ist. Dann wird die gesamte Haftanstalt notverriegelt. Vance und seine Kollegen entdecken, dass Godwin fast 250 Meter durch einen Abwasserkanal gekrochen ist. Wir wussten gar nichts von dem Kanal. Im Wasser stand der Dreck etwa 30 Zentimeter hoch. Es war stockfinster. Ratten rannten herum. Spuren deuten darauf hin, dass ein Komplize Godwin geholfen hat. Wir fanden einen Smiley mit den Worten drunter, da lang. Die Smileys und Pfeile zeigten alle in Richtung Fluss. Die Behörden alarmieren das FBI. Wenn ein Häftling flüchtet, zählt jede Minute. Ausbrecher wollen ihre Freiheit um jeden Preis behalten. Im Gegensatz zu den örtlichen Behörden kann das FBI Verbrecher über die Grenzen der Bundesstaaten hinweg verfolgen. Sogar auf der ganzen Welt. Godwins Flucht macht überall Schlagzeilen. Ein Mörder ist in Kalifornien ausgebrochen. Glenn Godwin. Das FBI erhält Hinweise, Godwin sei in Texas gesehen worden. Dann in Mexiko. November 1987. Mexikanische Polizisten verhaften Godwin in Puerto Vallarta wegen Drogenhandel. Die US-Behörden verhandeln mit der mexikanischen Regierung, um Godwin in die USA ausliefern zu lassen. Die Mexikaner sagten, wenn er seine Strafe wegen Drogenhandel abgesessen hat, könnte er ihn haben. Doch während der Haft in Mexiko ersticht Godwin einen Mithäftling. Völlig willkürlich, wie es aussieht. Einige Agenten meinen, dass er vielleicht einem mexikanischen Drogenkartell einen Gefallen erwiesen hat.
Wir vermuten, dass er es getan hat, weil ihm für die Tat Fluchthilfe versprochen wurde. 26. September 1991. Godwin gelingt tatsächlich ein weiteres Mal die Flucht. Das FBI glaubt, dass er sich immer noch in Mexiko aufhält. Vieles spricht dafür, dass er nicht schlecht lebt und in kriminelle Machenschaften im großen Stil verwickelt ist. Er soll Geld haben und ist vielleicht in Nachtclubs unterwegs. Bis jetzt hat Godwin Glück gehabt. Wir bleiben dran. Wenn ich höre, er ist in Mexico City in einem guten Viertel mit einer schönen Frau gesehen worden, klemme ich mich dahinter. Das FBI setzt Godwin auf die Liste der 10 Meistgesuchten. Er ist Nummer 447. Sein Profil entspricht in allen Punkten den Anforderungen der Liste. Der Grad an Gewalt spielt eine Rolle. Ist der Flüchtige immer noch eine Gefahr? Kann er vielleicht dank der Liste verhaftet werden? Seit über 15 Jahren sucht man ihn schon. Der Steckbrief lautet folgendermaßen: Glenn Stewart Godwin, geboren am 26. Juni 1958. Haarfarbe schwarz oder grau meliert, Augenfarbe grün. Größe 1,82 Meter, mittlere Statur. Godwin spricht fließend Spanisch und hält sich vermutlich in Mexiko oder anderen Ländern Mittel- und Südamerikas auf. Belohnung $100.000. Godwin ist extrem eitel und legt großen Wert auf sein Äußeres. Er kann sehr charmant sein und bringt andere dazu, das zu tun, was er will. Das Problem ist seine hohe Gewaltbereitschaft. Möglicherweise genießt er den Schutz eines mexikanischen Drogenkartells. Doch ein einziger Hinweis könnte genügen, um diesen Mörder ein für allemal hinter Gitter zu bringen. Jeder Mörder ist anders, doch viele sehnen sich nach Macht und Kontrolle, die sie nur beim Töten ausleben können. 27. April 1997. Der 27-jährige Stricher Andrew Cunanan beginnt mit einer Mordserie, die sich über 3 Bundesstaaten zieht. Innerhalb von 2 Wochen bringt er 4 Männer um. Kaltblütig übernachtet Cunanan im Bett eines seiner Opfer und hinterlässt Fotos von sich in einem gestohlenen Wagen. Die Ermittler glauben, dass Cunanan durch seine Morde sexuelle Befriedigung erfährt. Außerdem scheint der Täter die Aufmerksamkeit zu genießen, die er mit seinen Taten erregt. Das FBI setzt Cunanan auf die Liste der 10 Meistgesuchten. Andrew Philip Cunanan, Gesuchter Nummer 449, auf der Liste seit dem 12. Juni 1997. Die Ermittlungsbehörden im ganzen Land arbeiten fieberhaft daran, den Mörder zu fassen. Diese Fahndung übertrifft alles bisher Dagewesene. Cunanan steht gerade mal 4 Wochen auf der Liste, als er den weltbekannten Modeschöpfer Gianni Versace vor dessen Haus in Miami erschießt. Die Öffentlichkeit ist entsetzt. Der Druck auf die Ermittler wächst. Meistens gibt es nur 2 Wege, von der Liste der 10 Meistgesuchten genommen zu werden. Entweder man wird verhaftet oder stirbt. 8 Tage nach dem Mord an Versace verfolgt die Polizei Cunanan bis zu diesem Hausboot. Ein Sonderkommando stürmt das Boot und findet die Leiche des Gesuchten. Die Behörden glauben, dass er keinen Ausweg mehr sah und sich deshalb das Leben nahm. Andrew Philip Cunanan, tot aufgefunden am 24. Juli 1997. Die Nummer 9 auf unserer Liste sucht ähnlich wie Cunanan die Berühmtheit. Auch diesem Mann scheint es nicht schwer zu fallen, andere zu töten. Jason Derrick Brown, Belohnung $100.000. Ein Lügner, Hochstapler, Bankbetrüger und Dieb. 2004. Es ist der Montag nach Thanksgiving. Ein Geldtransporter hält vor einem Kino in Ahwatukee
einem Vorort von Phoenix in Arizona. Der 24-jährige Keith Palomares geht in das Kino, um das Bargeld abzuholen. Durch den Feiertag ist in der Kasse mehr als sonst. Brown verlangte nicht das Geld, sondern ballerte sofort los. Er hat den Mann wortlos mit mindestens 5 Schüssen getötet. Das Ganze dauerte 20 oder 30 Sekunden. Bis die Tat bemerkt wurde, war Brown über alle Berge. Er entkommt mit $56.000 Beute. Sein Opfer wird eilig ins Krankenhaus geflogen, stirbt aber noch vor der Ankunft. Auf der Liste der 10 meistgesuchten Personen standen schon viele, die bewaffneten Raubmord verübt haben. Im Laufe der Zeit haben sich Brutalität und Grausamkeit verschärft. Die Verbrechen nehmen immer schlimmere Formen an. In den 70er Jahren versetzten vor allem Serienmörder die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken. In den 80ern und 90ern nahm die organisierte Drogenkriminalität immer mehr zu. Dann der internationale Terrorismus. Doch kaltblütige Raubmorde gehören immer noch zum FBI-Alltag. Nach dem Mord an Palomares finden die Ermittler am Tatort Patronenhülsen. Diese Spezialmunition weist eine extra hohe Durchschlagskraft auf. Keith Palomares hatte keine Chance. Diese Patronen für Handfeuerwaffen haben besonders verheerende Folgen. In der Nähe des Tatorts finden die Ermittler das Mountainbike des Raubmörders. Kriminaltechniker untersuchen es auf Fingerabdrücke und werden fündig. Es sind die des 35-jährigen Jason Derrick Brown. Eine Warnung an die Bevölkerung von Phoenix wird herausgegeben. Erste Hinweise treffen ein. Ein Hotelangestellter erinnert sich, dass er Brown in einem teuren Auto gesehen hat. Ein Mountainbike im Kofferraum. Bankraub wird auf nationaler Ebene verfolgt. Das FBI schaltet sich ein. Special Agent Lance Lysing untersucht Browns Vorgeschichte, um so vielleicht auf seinen möglichen Aufenthaltsort schließen zu können. Das Ziel eines jeden Ermittlers lautet, lerne den Verdächtigen so gut kennen wie dich selbst. Ich stelle mir vor, wo ich selbst hingehen würde, wenn ich Jason Brown wäre. Er ist mir sehr vertraut. Lysing entdeckt, dass Brown aus dem Schema der meistgesuchten Straftäter herausfällt. Er ist gebildet. Brown hat Wirtschaftswissenschaften studiert und spricht fließend Französisch. Aber auch in krimineller Hinsicht ist er nicht unbeleckt durch seinen Vater. Sein Vater hat ihm beigebracht, wie man mit Hochstapelei und Betrug durchkommt. Bereits als Kind wurde er von seinem Vater dazu angehalten, Ladendiebstahl zu begehen. So finanziert sich Brown mit illegalen Mitteln ein angenehmes Leben. Er fährt schicke Autos und ist Stammgast in edlen Nachtclubs. Er gab gerne an, mit Booten, Jeeps oder seinem Quad. Bezahlt hat er alles mit ergaunertem Geld. Er wollte oben schwimmen, hatte aber nicht den Job, um so ein Leben zu führen. Er versteckte sich hinter einer Mauer von Lügen. Trotzdem verdient Brown mit seinen Betrügereien nicht genug, um seinen extravaganten Lebensstil zu halten. Wahrscheinlich brauchte er dringend viel Geld. Brown wird immer verzweifelter. Das haben Angehörige und Freunde beschrieben. Er soll sogar über Selbstmord nachgedacht haben. Das FBI erfährt, dass Brown Ende 2004 tief verschuldet war und in Salt Lake City im Bundesstaat Utah lebte. Die Ermittler vermuten, dass er hier die Entscheidung fällte, einen Raubüberfall zu begehen.
Da hat er wohl auf das große Geld gehofft. Er hatte sich das wie eine tolle Belohnung vorgestellt. Vielleicht hatte er dasselbe nochmal vor. Im November kam Brown in dieses Waffengeschäft, um eine Handfeuerwaffe zu kaufen. Clark Aposhian hatte an jenem Tag Dienst. Er fragte mich, welche der Waffen von Glock besonders druckvoll ist, aber trotzdem klein genug, um sie zu verbergen. Brown behauptete großspurig, er würde sich bestens mit Schusswaffen auskennen. Brown absolviert das vorgeschriebene Training für das Tragen von verborgenen Waffen. Wie es das Gesetz in Utah vorschreibt, werden seine Fingerabdrücke gespeichert. Dann kauft er Spezialmunition. Danach, so vermuten die Ermittler, ist er wahrscheinlich nach Phoenix gefahren und spähte dort das Kino aus. Er hat die Umgebung des Kinos beobachtet. Mehrere Zeugen haben ihn 2 Wochen vor der Tat dort gesehen. Vermutlich hat er notiert, zu welchen Zeiten der Geldtransporter kam. Er hat alles genau geplant. Dann wartete er, bis der Kurier das Geld geholt hatte, erschoss ihn und flüchtete. Die Videoüberwachung einer Bank in Nevada zeigt Brown nach dem Raub, wie er $2000 einzahlt. Keine Woche später entdecken die Behörden, dass sich Brown bei seiner Schwester in Orange County in Kalifornien aufhält. Wir wussten, wo er war und beeilten uns, um ihn zu fassen. FBI-Agenten stürmen das Haus. Doch leider haben Kollegen von der Polizei die Überraschung verdorben. Er hatte erfahren, dass er gesucht wurde. Die Polizei in Phoenix hatte den Fall in einer Pressekonferenz als gelöst präsentiert. Im Januar 2005 findet man Browns Cadillac auf einem Parkplatz des Flughafens von Portland in Oregon. Das FBI setzt Jason Derrick Brown im Dezember 2007 auf die Liste der 10 meistgesuchten Personen. Wegen seiner guten Bildung und Fremdsprachenkenntnisse gelingt es ihm besser als anderen, unterzutauchen. Er kann überall sein. Er spricht Französisch. Vielleicht ist er in Quebec oder in Frankreich. Dank der FBI-Liste bekommen wir die Aufmerksamkeit der internationalen Medien. In diesem Fall bin ich auf die Hilfe der Polizeibehörden und FBI-Büros auf der ganzen Welt angewiesen. Vermutlich wird sich Brown nicht kampflos ergeben. Seiner Schwester hat er gesagt, ich gehe nie ins Gefängnis. Jason Derrick Brown. Geboren am 1. Juli 1969. Augenfarbe grün. Haarfarbe blond. Größe 1,77 Meter, mittlere Statur. Er könnte bisexuelle Tendenzen haben und soll sich am gesamten Körper rasieren. Er besitzt wahrscheinlich eine Glock Kaliber 45, die er vermutlich ohne zu zögern einsetzt. Belohnung $100.000. Versuchen Sie nicht, diesen gefährlichen Kriminellen selbst zu fangen. Wenn Sie ihn sehen, kontaktieren Sie das FBI. Wahrscheinlich wird einem aufmerksamen Bürger etwas Verdächtiges auffallen. Er wird sich nicht ganz sicher sein, aber dann doch das FBI anrufen, damit wir unsere Arbeit erledigen. Mehr brauchen wir nicht. In den 70er Jahren erschien ein neuer Typus auf der Liste des FBI. Gewaltbereite politische Radikale. Carlton Louis Armstrong. Auf der Liste seit dem 4. September 1970. Gesucht wegen eines Bombenanschlags auf ein Universitätsgebäude in Wisconsin. Das Motiv: Protest gegen den Vietnamkrieg. Gefasst am 16. Februar 1972. Susan Edith Sachs. Auf der Liste seit dem 17. Oktober 1970. Gesucht wegen Raub. Mit dem Geld sollten staatsfeindliche Sabotageakte finanziert werden. Gefasst am 27. März 1975. Tupac Shakur, der berühmte Rapper, erscheint manchen Leuten besonders glaubhaft, weil sein Stiefvater, Matula Shakur, auf der FBI-Liste stand. Ein Revolutionär. Matula Shakur, gefasst am 12. Februar 1986. Wer terroristische Angriffe auf die Zivilbevölkerung verübt, landet garantiert auf der Liste des FBI.
Juli 1996. In Atlanta finden die Olympischen Sommerspiele statt. Eine Bombe explodiert im Centennial Olympic Park. Zwei Menschen sterben, über 100 werden verletzt. Zwei weitere Bomben gehen in Atlanta hoch, in einer Abtreibungsklinik und in einer Schwulenbar. Experten analysieren die Überreste der Bomben und stellen fest, alle Attentate hängen zusammen. Die Spuren führen zu diesem Mann, Eric Rudolph. Er gehörte einer fundamentalistischen christlichen Gruppe an, die sich vehement gegen Homosexuelle, den Staat und gegen Abtreibung einsetzte. Da gab es also eine Verbindung. Das FBI setzt Rudolph auf die Liste der 10 Meistgesuchten. Belohnung 1 Million Dollar. Eric Robert Rudolph, Gesuchter Nummer 454. Auf der Liste seit dem 5. Mai 1998. Doch Rudolph entkommt. Die Ermittler vermuten, dass er sich in den Appalachen versteckt. 31. Mai 2003. In Murphy, im Bundesstaat Carolina, fährt Deputy Sheriff Jeff Postel eine Routinestreife. Als er auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums einbiegt, sieht er eine verdächtige Gestalt. Postel fordert Verstärkung an. Mit Hilfe eines Kollegen nimmt er den Mann fest. Durch die Liste des FBI hat hier jeder von Eric Rudolph gehört. Postels Kollege meint, dass es sich bei dem Verdächtigen um ihn handeln könnte. Auf dem Revier überprüft Postel über die Homepage des FBI die Angaben zu Rudolph. Wir haben die Daten mit dem Mann verglichen, den wir vor uns hatten. Wir fragten ihn nach seinem Namen. Da sah er uns mit seinen eiskalten Augen an und sagte mit einem kleinen Kichern: Ich bin Eric Robert Rudolph. Ihr habt mich gekriegt. Mir standen die Nackenhaare zu Berge. Ich konnte es gar nicht fassen, dass alles so leicht über die Bühne gegangen war. Postel erhält nicht die ausgeschriebene Belohnung von 1 Million Dollar. Da er Polizist ist, war es seine Aufgabe, Rudolph zu verhaften. Das gehört zu meiner Arbeit. Nicht weiter der Rede wert. Ich mache nur meinen Job. Wie Rudolph ist die Nummer 8 unserer Liste ein Überlebenskünstler, der sich überall verstecken kann. Robert William Fisher, Belohnung 100.000 Dollar. Für mich ist er der Teufel. Wir jagen den Teufel. Wie man so etwas seiner eigenen Familie antun kann, ist einfach unfassbar. 10. April 2001. Das Haus von Robert und Mary Fisher in Scottsdale im Bundesstaat Arizona brennt lichterloh. Mary Fishers Eltern eilen herbei. Wir fuhren sofort los und haben gebetet, dass alle in Sicherheit sind. Als die Feuerwehrleute den Schutt des völlig niedergebrannten Hauses absuchen, machen sie einen grausigen Fund. Sie finden die verkohlten Leichen von Mary Fisher, der 12-jährigen Brittany und des 10-jährigen Robert Jr. Doch keine Spur von Robert Fisher Senior. Als wir die Leichen bargen, merkten wir, dass etwas faul war. Unter ihnen fanden wir große Mengen Blut. Das hatte mit einem Tod durch Verbrennen nichts zu tun. Die Polizei hat einen dreifachen Mord aufzuklären. Die Kehlen der Kinder und der Frau waren aufgeschlitzt, so tief, dass sie fast enthauptet wurden. Mary hatte noch eine Schusswunde am Kopf. Zuerst gilt Robert Fisher bei der Polizei als vermisst. Beschreibungen werden verteilt. Dann finden die Ermittler den Beweis, dass das Feuer gelegt wurde. Gas war aus einer aufgeschraubten Leitung ausgetreten und mit Hilfe einer Kerze entzündet worden.
Robert Fisher wird weiterhin gesucht, doch jetzt als Hauptverdächtiger. Wie konnte er das meiner Mary und den beiden Kleinen antun? Er ist ein Monster. Wir glauben, dass Robert Fisher Arizona verlassen hat, vielleicht sogar die USA. Wenn ein flüchtiger Verbrecher die Grenzen eines Bundesstaats überquert, kommt das FBI ins Spiel. Special Agent Robert Caldwell kümmert sich um den Fall. Dieser Mann ist auf der Flucht. Er hat gerade seine beiden Kinder und seine Frau umgebracht. Weil er so ein besonders grausames Verbrechen begangen hat, wollen wir ihn natürlich möglichst schnell fassen. Bobby! Bob! Robert Fisher war ein erfolgreicher Atemtherapeut. Er hatte keinerlei Vorstrafen. Familienvideos zeigen ihn als liebevollen Vater. Hier spielt er mit seinem Sohn Bobby. Und hier feiert er mit seiner Tochter Brittany deren 5. Geburtstag. Fisher geht gern mit seinen Freunden angeln und jagen. Er hat den Ruf, besonders viel Wert auf Pünktlichkeit und die Einhaltung von Regeln zu legen. Doch als die Ermittler Fischers Hintergrund etwas näher beleuchten, ergibt sich ein beunruhigendes Profil. Fischer war ein autoritärer Vater und dominanter Ehemann. Er sprang sehr streng mit seiner Familie um. Im Haus musste alles nach seinem Willen geordnet sein. Er bestimmte, was an die Wände kam, und verbot seiner Frau, Bilder aufzuhängen, die die Kinder gemalt hatten. Er wollte dort lieber den Kopf eines Tieres sehen, das er getötet hatte. In den Monaten vor den Morden legte Fisher ein zunehmend merkwürdiges Verhalten an den Tag. Er ging nicht mehr zur Kirche und erschreckte einen seiner Freunde bei der Jagd. Seine Freunde wollten nicht mehr mit ihm jagen gehen, weil er sehr leichtsinnig mit den Waffen umging. Er zielte in unterschiedliche Richtungen und richtete sein Gewehr auf einen Freund mit den Worten: "Das wär's beinahe gewesen." Auch seine Ehe ist zerrüttet. Mary Fisher vertraut sich Freunden an und erzählt, dass ihr Mann sie betrüge und sie sich scheiden lassen möchte. In der Nacht, bevor das Haus abbrannte, am 9. April gegen 10 Uhr, haben Nachbarn gehört, wie Mary und Robert stritten. Wie so oft. Die Ermittler vermuten, dass Robert Fisher, der selbst ein Scheidungskind war, sich selbst auf keinen Fall scheiden lassen wollte. Jahre zuvor hatte er seinem Schwiegervater gegenüber eine Bemerkung gemacht, die diese Annahme untermauert. Ich fragte ihn: "Was hältst du von der Ehe? Ist das ein Schwur fürs Leben?" Er meinte: "In meiner Familie wird es keine Scheidung geben." Laut FBI beging Fisher die Tat, um eine Scheidung zu verhindern. Die Beamten meinen, dass er seine Frau und die beiden Kinder kaltblütig ermordet hat. Aber warum tötete er seine Kinder? Vielleicht aus Egoismus. Wenn ich nicht ihr Dad sein darf, dann niemand. Die Ermittler verfolgen die Bewegungen auf Fischers Konto und finden ihn auf einem Überwachungsvideo. Hier sieht man, wie der Flüchtige $280 in der Mordnacht an einem Bankautomaten abhebt. Doch das meiste Geld lässt Fischer auf dem Konto. 10 Tage später finden Polizisten den Wagen von Fisher, den er etwa 150 Kilometer nördlich von Scottsdale im Tonto National Forest abgestellt hat. Sie entdecken auch den Familienhund Blue, der in der Nähe herumstreunt. Wenn er von dort losgelaufen wäre, wäre ihm der Hund gefolgt. Daher vermuteten wir, dass er weggefahren sein muss. Ist er getrennt? Oder hatte er dort ein zweites Auto stehen? Hat ihm jemand geholfen? Auf dem Beifahrersitz liegt dieselbe Baseballmütze, die Fisher auf den Bildern am Geldautomaten trug. Im Wagen lag die Kappe mit dem Emblem der Oakland Raiders, wie auf dem Video. Aber es gibt keine Fußspuren oder andere Hinweise. Eine der größten Fahndungsaktionen aller Zeiten findet in Arizona statt. Ohne Erfolg.
Das FBI fordert die Fingerabdrücke von Fisher aus seiner Zeit bei der US Navy an. Die Agenten überwachen das Mobiltelefon und das Konto des Gesuchten. Sie befragen alle, die irgendwie mit Fisher zu tun gehabt haben. Eventuell erwähnen Sie dabei andere Leute. So können wir besser erfassen, was für ein Mensch Robert Fisher ist und vielleicht herausfinden, wo er sich aufhält. Doch die Spuren verlaufen sich. Die Suche ist sehr schwierig. Daher beantragen die FBI-Agenten in Arizona, Fisher auf die Liste der 10 meistgesuchten Flüchtigen zu setzen. Fisher wird Nummer 475. Jetzt wird er sich überall beobachtet fühlen. Er soll nervös werden. Wir wollen nicht, dass er frei unter uns lebt, weil er es nicht verdient nach so einer Tat. Robert William Fisher, geboren am 13. April 1961. Haarfarbe braun, Augenfarbe blau, Größe 1,80 Meter, mittlere Statur. Er hat eine Goldkrone am linken oberen Eckzahn. Eventuell läuft er auffallend aufrecht mit herausgedrücktem Brustkorb, die Folge einer Wirbelsäulenverletzung. Er hat gern und viel Tabak gekaut. Fisher hat Verwandtschaft in New Mexico und Florida. Belohnung $100.000. Fisher soll mehrere Waffen besitzen, darunter ein Hochleistungsgewehr. Er ist ein geübter Schütze. Wie kann ein Mann in das Kinderzimmer gehen, bis ans Kopfende vom Bett und seinem eigenen Kind die Kehle aufschlitzen? Dann ging er in das andere Kinderzimmer und tat es nochmal. Danach ging er zu seiner Frau und schlitzte ihr die Kehle auf. Früher habe ich ihn geliebt, aber jetzt ist er für mich ein Monster. Bis heute wartet das FBI auf den einen entscheidenden Hinweis aus der Bevölkerung. Wir wissen, dass er noch lebt. Ich bin hundertprozentig sicher, dass er der Täter ist. Und genauso sicher, dass er lebt. Er ist irgendwo da draußen. Vielleicht sieht ihn gerade jemand, weiß aber nicht, dass der Mann gesucht wird. Wir wollen Fisher einschüchtern. Und wir geben nicht auf, sondern bleiben ihm auf den Fersen, bis er gefasst wird. Die Mehrheit der 10 meistgesuchten Personen ist bewaffnet und extrem gefährlich. Viele haben auf der Flucht Polizisten getötet. Ted Jeffrey Otsuki, auf der Liste seit dem 20. Januar 1988. Gesucht wegen Mordes an einem Polizeibeamten in Boston. Einen weiteren hat er verletzt. Gefasst am 4. September 1988. Claude Lafayette Dallas Jr., auf der Liste seit dem 16. Mai 1986. Gesucht nach einem Gefängnisausbruch, verurteilt wegen Mordes an 2 Forstbeamten in Idaho. Gefasst am 8. März 1987. Unsere Nummer 7 hat 2 Polizisten in L.A. mit einer AK-47 angegriffen. Emidio Preciado Jr., Belohnung $150.000. Wer auf Polizeikräfte schießt, gehört zu den Schlimmsten. 5. September 2000 in Whittier, Kalifornien, 3 Uhr morgens. Die L.A. County Deputies Michael Scarp und David Timberlake stoppen einen Kleinbus wegen eines defekten Scheinwerfers. Plötzlich eröffnet einer der Insassen das Feuer mit einer AK-47. Er schoss mit einem vollautomatischen Sturmgewehr 21 Mal auf die Beamten. David Timberlake hat Glück und bleibt unverletzt. Doch sein Kollege Michael Scarp erleidet einen Kopfschuss. Ich schrie, bleib bei mir, stirb nicht. Sprich mit mir, damit ich weiß, dass du noch da bist.
Eine Ambulanz bringt Scarp ins Krankenhaus. Sein Zustand ist kritisch. Beamte schwärmen vom Tatort aus auf der Suche nach den Angreifern. Sie entdecken den Kleinbus, der in der Nähe abgestellt worden ist. Und sie kommen allen Insassen auf die Spur. Nur einem nicht. Dem Schützen. Die Ermittler verhören die anderen und erfahren den Namen des Flüchtigen. Emidio Preciado Jr. Dieser 30-jährige Berufskriminelle ist seit langem Mitglied einer Gang und vielfach vorbestraft. Er hatte schon wegen illegalen Waffen- und Drogenbesitzes und Mord gesessen. Preciado hat viele Spitznamen, zum Beispiel Trigger und Sniper. Die Polizei meint, dass Preciado nach Mexiko geflohen ist. Das FBI wird alarmiert. Das FBI ist laut Bundesgesetz zuständig, wenn jemand versucht, der Rechtsprechung zu entgehen. Wir haben vor allem in Mexiko nach ihm gesucht, weil es da Hinweise gab. Dann kommt der Beweis, dass Preciado tatsächlich die Grenze nach Mexiko überquert hat. Ein Informant spielt den Agenten ein Video zu, das den Verdächtigen beim Tanzen in Tepoztlán zeigt. Während Preciado in Mexiko feiert, erholt sich Deputy Sheriff Scarp nur langsam. Diese Narbe erinnert an die Nacht, in der er beinahe starb. Ein Patronenteil traf mich, wie man mir sagte, in der Mitte der Stirn, kurz über der Nase. Es drang schräg nach oben ein. Mein Schädel brach. Heute ist Michael Scarp teilweise gelähmt. Ich muss mit einer Gehirnverletzung leben und er wird gejagt. Im März 2007 setzt das FBI Emidio Preciado Jr. auf die Liste der 10 meistgesuchten Personen. Ich möchte eines Tages Gerechtigkeit erleben, wenn Emidio Preciado zu lebenslänglich verurteilt wird. 2 Jahre lang gelingt es Preciado unterzutauchen. Dann, am 17. Juli 2009, kommt ihm die Polizei in Mexiko auf die Spur. Preciado wurde in Corral Piedras im mexikanischen Bundesstaat Nayarit verhaftet. Das ist für mich eine Genugtuung. Ich wusste, wenn wir ihn auf die FBI-Liste setzen, ist die Zeit auf unserer Seite. Preciado nennt sich Regalo Castañeda Castañeda und arbeitet als Fischer. Wieder einmal hat ein Hinweis aus der Bevölkerung zum Erfolg geführt. Emidio Preciado Jr., gesucht wegen versuchten Mordes. Gefasst am 17. Juli 2009. Seit den 50er Jahren standen nun bald 500 flüchtige Straftäter auf der Liste der 10 meistgesuchten. Die Erfolgsquote der Fahndungsliste liegt bei 90%. In mehr als 150 Fällen kamen entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. Wer auf diese Liste gesetzt wird, ist geliefert. Der wird gefasst und landet lebenslänglich hinter Gittern. Brian Patrick Melverty, auf der Liste seit dem 28. März 1986, gesucht wegen Mordes. Gefasst am 7. April 1986, nachdem ein Mann im kalifornischen San Diego sein Bild auf dem Postamt erkannt hatte. Leslie Isbenrogi, auf der Liste seit dem 24. Januar 1990. Gesucht wegen Bankraub und Flucht aus dem Gefängnis. Gefasst am 18. Mai 1996, nachdem ein Junge in Guatemala sein Bild im Internet gesehen hatte. Im Zusammenhang mit der Liste gibt es viele lustige Geschichten. Besonders schön fand ich die von einem Mann, der seinen Namen und seine Adresse 40 Mal änderte, um zu entkommen. Als er sich wegen eines kleinen Einbruchs verantworten musste, gab er einen Decknamen an. Aber die Polizei fand einen Zeitungsausschnitt in seiner Tasche. Einen Artikel mit Bild, der beschrieb, warum er auf der Fahndungsliste des FBI gelandet war. Die Polizisten zählten eins und eins zusammen und er war gefasst. Das Konzept der FBI-Fahndungsliste geht auf einen Journalisten Ende der 40er Jahre zurück. Er recherchierte für einen Artikel.
1949 kam ein Reporter zum FBI und fragte, können Sie mir eine Liste Ihrer schlimmsten Verbrecher geben? Von denen, die Sie am meisten suchen? Das FBI stellte eine Liste mit 10 flüchtigen Straftätern zusammen. Am 7. Februar 1949 erschien der Artikel im ganzen Land. Wenig später liefen beim FBI die Telefonleitungen heiß. Kurz darauf folgten die Ermittler einem Hinweis aus der Bevölkerung und nahmen den ersten fest. Edgar J. Hoover, der langjährige Direktor des FBI, erkannte die grandiose Außenwirkung der Aktion und führte die Liste der 10 meistgesuchten Flüchtigen ein. Das funktionierte so gut, dass man beim FBI meinte, diese hervorragende Idee werden wir weiterverfolgen. Während die Liste früher vor allem in Postämtern aufgehängt wurde, ruft man sie heutzutage in der Regel im Internet ab. Jeden Monat sehen sich Millionen auf der ganzen Welt die Homepage des FBI an. Wenn man Straftäter und Verdächtige dort auflistet, erreicht man viel mehr Menschen als in den Postämtern vor 30 oder 50 Jahren. Aber genau wie früher sehen sich die Leute heute die Bilder an, weil sie das Böse fasziniert. Jeder will wissen, was für Verbrechen die Gesuchten verübt haben. Das Anliegen der FBI-Liste hat sich nicht verändert. Die ganze Welt soll auf diese Menschen aufmerksam gemacht werden. Diese Aufmerksamkeit ist besonders wichtig, wenn es in einem Fall überhaupt nicht vorangeht. Wie zum Beispiel in der folgenden Geschichte. Die Wüste am Snake River Canyon in Idaho ist wenig einladend. Hier, so könnte man meinen, bleibt ein Verbrechen vielleicht unentdeckt. Und genau darauf soll unsere Nummer 6 nach Angaben des FBI spekuliert haben. Jorge Alberto López Orozco. Belohnung $100.000. Er ist ein eiskalter Mörder, der Kinder umbringt. 11. August 2002. Zwei Fischer entdecken ein ausgebranntes Autowrack. Bei genauerem Hinsehen erkennen sie ein verkohltes menschliches Skelett auf dem Beifahrersitz. Sie rufen die Polizei. Die Beamten finden die Überreste eines Erwachsenen und von 2 Kindern. Alle 3 sind aus nächster Nähe erschossen worden. Die Spurensicherung findet heraus, dass es sich um Rebecca Ramirez und ihre Söhne handelt. Den 4-jährigen Ricardo und den 2-jährigen Miguel. Wie konnte jemand den Kindern und der Frau so etwas Barbarisches antun? Nur Stunden vor ihrem Tod sind Rebecca Ramirez und ihre beiden Söhne in Gesellschaft von Jorge López Orozco gesehen worden. Rebeccas Liebhaber. Die Polizei schreibt eine Fahndung aus. Da die Beamten fürchten, der Verdächtige könne nach Mexiko geflüchtet sein, ziehen sie das FBI hinzu. Ein Special Agent der Behörde rekapituliert, wie sich die Ereignisse abgespielt haben könnten. Juli 2002. López Orozco fährt seine Freundin mit ihren beiden Kindern heim nach Mountain Home, als er plötzlich einen unerwarteten Umweg einschlägt. Er stellt den Wagen ab und erschießt Rebecca und die 2 Jungen. So die Vermutung des FBI. Es war ein Verbrechen aus Leidenschaft. Dann steckt er das Auto in Brand. Ich kann mir kaum vorstellen, wie jemand es über sich bringt, 2 Kleinkinder zu töten. Die Ermittler vermuten, dass López Orozco seine Freundin und ihre 2 Söhne getötet hat, weil Rebecca herausgefunden hatte, dass er ein Doppelleben führte. Er ist verheiratet und auch Vater. Sie hatte ihm ein Ultimatum gestellt. Entweder du trennst dich von deiner Frau oder ich sage ihr, dass du eine Affäre hast. Wenn alle Kinder von Rebecca dabei gewesen wären, hätte er alle ermordet. Er hat die Gelegenheit genutzt. Es gab keine Zeugen. Er konnte abhauen. Er wirkt etwas geheimnisvoll, begeht diese Morde und verschwindet. 2005 setzt das FBI López Orozco auf die Fahndungsliste. Unter anderem auch, weil ihn die Ermittler gar nicht einordnen können.
Hier ist sein Steckbrief. Jorge Alberto López Orozco. Geboren am 22. April 1976 in Mexiko. Haarfarbe schwarz. Augenfarbe braun. Größe 1,70 Meter. López Orozco hat Verwandte in San Jose, in Kalifornien, in Idaho und in Mexiko. Belohnung 100.000 Dollar. Ähnlich geheimnisvoll wie López Orozco ist auch unser Flüchtiger Nummer 5. 15 Jahre lang gelingt es ihm, der Verfolgung zu entgehen. Edward Eugene Harper. Belohnung 100.000 Dollar. Er hat seiner Frau oft gedroht, sie und ihre Familie umzubringen. Ende 1993, DeSoto County im Bundesstaat Mississippi. Lkw-Fahrer Edward Harper und seine 19-jährige Frau nehmen regelmäßig zwei Nachbarskinder in ihre Obhut. Der 47-jährige Harper arbeitet nur Teilzeit und passt freiwillig auf die beiden Mädchen auf. Für diese Kinder war er eine Vaterfigur. Sie nannten ihn Onkel Eddie oder sogar Daddy. Er hat die Situation ausgenutzt. Harper soll die Mädchen ab einem bestimmten Zeitpunkt sexuell missbraucht haben. Erst hat er einschlägige Wörter benutzt, die die Kinder nicht kannten. Dann zeigte er ihnen pornografische Videos und Ähnliches, bis er sie dann tatsächlich körperlich missbraucht hat. Harpers Frau entdeckt, was ihr Mann treibt, und will ihn anzeigen. Außer sich vor Wut droht Harper damit, sie und ihre Eltern umzubringen, wenn sie das tut. Dann erzählt eines der Mädchen seiner Mutter davon, was Harper mit ihnen macht. Diese informiert sofort die Polizei. Harper beschließt zu flüchten. Wenn ein Verdächtiger untertaucht, alarmieren die lokalen Behörden das FBI. Eine Woche später stoppt ein Polizist in Utah Harper wegen eines Verkehrsdelikts. Der Beamte merkt, dass er es mit dem Flüchtigen aus Mississippi zu tun hat. Harper wird nach DeSoto County zurückgebracht. Dort hinterlegt er eine Kaution, verlässt die Stadt aber noch vor Prozessbeginn. Dieses Mal verwischt er sorgfältig seine Spuren. 4 Jahre lang gelingt es den Ermittlern nicht, ihn ausfindig zu machen. 1998 erfährt das FBI, dass Harper in einem Telefonat mit seiner Schwester erzählt hat, er arbeite auf einer Ranch. Er sagte allerdings nicht, wo. 14 Jahre lang entgeht Harper der Verfolgung. Seine Angehörigen sagen, er habe jeden Kontakt abgebrochen. Um den Sexualstraftäter endlich zur Rechenschaft ziehen zu können, setzt ihn das FBI 2008 auf die Liste der 10 Meistgesuchten. Wir erhofften uns davon, auf diese Weise zusätzliche Informationen zu bekommen. Die Rechnung geht auf. Im Juni 2009 erhält die FBI-Außenstelle Denver einen telefonischen Hinweis. Harper wird nach 8 Monaten auf der Liste gefunden. Der mittlerweile 63-Jährige hatte sich in den Bighorn Mountains in Wyoming versteckt. Seine Angehörigen beschreiben ihn als Einzelgänger und Überlebenskünstler. Harper war sehr paranoid. Wenn er sich zum Beispiel für eine Stelle bewarb, wollte er nie persönliche Daten angeben. Edward Eugene Harper. Gesucht wegen sexuellen Missbrauchs mit Körperverletzung. Gefasst am 23. Juli 2009. Im Laufe der Jahre konnte das FBI mit Hilfe der Liste die unterschiedlichsten Kriminellen fassen. Darunter einen Polygamisten, der mindestens 40 Frauen geheiratet haben soll. Das ist eine der bizarrsten Geschichten, mit großen politischen Verwicklungen. Juni 2005.
FBI-Agenten suchen nach dem Vorsteher einer fundamentalistischen Mormonensekte, Warren Steed Jeffs. Warren Jeffs war der Leiter eines konservativen Mormonenclans, der sich aus religiösen Gründen weigerte, die amerikanischen Gesetze zu befolgen. Die Behörden verdächtigen Jeffs, in seiner Sekte sexuellen Missbrauch von Minderjährigen gebilligt zu haben. Es gibt Beweise, dass er öffentlich für Polygamie warb. Die Ermittler vermuten, dass Jeffs minderjährige Mädchen mit älteren Männern verheiratete. Als er merkte, dass man ihm auf die Spur kam, verlagerte er seine Praktiken an einen anderen Ort. Er wollte so lange wie möglich an ihnen festhalten. Über ein Jahr lang kann er den Ermittlern entkommen. Das FBI setzt ihn schließlich auf die Top-10-Fahndungsliste. Im August 2006 wird Jeffs bei einer Routine-Verkehrskontrolle bei Las Vegas festgenommen. Er war einer der meistgesuchten im ganzen Land und fuhr mit einem nagelneuen Cadillac durch die Gegend, mit getönten Scheiben und dem Kennzeichen des Autohändlers. Da war er unterwegs mit seinen Perücken und 12 Mobiltelefonen, seiner gesamten Ausrüstung für die Flucht. Ein Gericht in Utah verurteilt Jeffs in 2 Fällen wegen Vergewaltigung. Er erhält eine Gefängnisstrafe von 10 Jahren. Jeffs war der 482. Gesuchte, der auf die Liste gesetzt wurde. Am 7. Oktober 2009 geht auch Jorge López Orozco mexikanischen Ermittlern ins Netz. Ein weiterer Erfolg. Die Liste der 10 Meistgesuchten erweist sich immer wieder als ein höchst wirksames Instrument. Christopher Bernard Wilder. Auf der Liste seit dem 5. April 1984. Gesucht wegen Entführung und Mord. Begeht Selbstmord bei einer Konfrontation mit der Polizei in New Hampshire am 13. April 1984. Elton Coleman. Auf der Liste seit dem 11. Juli 1984. Gesucht wegen Entführung und Mord an einem 9-jährigen Mädchen. Gefasst am 20. Juli 1984. Bei den gesuchten Entführern handelte es sich immer um Männer, bis auf eine Ausnahme. Ruth Eisenman Shear erlangte in Amerika regelrecht Berühmtheit. 17. Dezember 1968. Die 26-jährige Ruth Eisenman Shear und ihr Freund Gary Crist stürmen ein Motelzimmer in der Nähe von Atlanta. Sie fesseln Motelgast Jane Mackle. Ihre 20 Jahre alte Tochter Barbara nehmen sie mit. Eisenman Shear und Christ haben ihr Opfer sorgfältig ausgewählt. Die Familie Mackle ist mit Immobilien reich geworden. Das Duo will $500.000 Lösegeld für die Freilassung Barbaras fordern. Dieses Foto legen die Entführer ihrer Forderung bei. Dann begraben sie die junge Frau lebendig. Sie haben ihr einen Vorrat an Getränken und Nahrung dagelassen und für ausreichende Belüftung gesorgt. 2 Tage später bezahlt der Vater der Entführten das Lösegeld. Das FBI erhält Anweisungen, wo Barbara zu finden ist. Die junge Frau lebt noch, als Agenten sie befreien. Außerdem spüren diese den Wagen der Entführer auf. Im Auto lag unter anderem der Pass von Ruth Eisenman Shear. Daneben fanden die Ermittler Sexfotos, die die Leidenschaft des Paares dokumentierten. Damit kannte man nicht nur die Namen der beiden Entführer, sondern auch jedes einzelne körperliche Merkmal der beiden. Am 28. Dezember 1968 wird Ruth Eisenman Shear als erste Frau auf die Liste der 10 Meistgesuchten gesetzt. Damit war die Liste kein reiner Männerverein mehr. Kurz danach standen auf ihr 6 weitere Frauen.
Die Agenten nehmen Gary Crist fest, den Lebensgefährten von Ruth Eisenman Shear. Er war gerade mal 2 Tage auf der Liste. Seine Komplizin bewirbt sich unterdessen für einen Job in Norman im Bundesstaat Oklahoma. Dabei muss sie ihre Fingerabdrücke abgeben. Das FBI kommt ihr auf die Spur und verhaftet sie. Ruth Eisenman Shear, gefasst am 5. März 1969. Eisenman Shear wird zu 7 Jahren Haft verurteilt. Crist erhält lebenslänglich. Das FBI weiß, dass es bei jeder Entführung um Leben und Tod geht. Und wenn ein kleines Kind entführt wird, zählt für die Agenten jede Minute. Für solche Fälle hat das FBI 10 Spezialteams über die gesamten USA verteilt, die sofort aktiv werden können. Juli 2000. Das FBI und die Polizei von Philadelphia suchen eine 5-Jährige. Ihr Name? Iriana de Jesus. Alle Nachbarn halfen bei der Suche. Sie klingelten bei jedem Haus. Die Polizei schickte ein Riesenaufgebot. Arianas Mutter Lisa Swain de Jesus hat ihre Tochter das letzte Mal gesehen, als sie vor ihrem Haus spielte. Sie ist von einem Moment zum nächsten verschwunden. Unfassbar. Ein Nachbar hat gesehen, wie die Kleine mit einem Fremden Hand in Hand davonging. Dieser Fremde ist unsere Nummer 4 auf der Liste. Alexis Flores, Belohnung $100.000. So eine Situation ist für alle Eltern grauenvoll. Man sieht einen Moment nicht hin und das Kind ist weg. 6 Tage nach dem Verschwinden von Iriana fällt einem Bauarbeiter in diesem Gebäude ein durchdringender Gestank auf. Er dachte, ein Nagetier sei in einem der Räume verendet. Doch der Verwesungsgeruch geht von der Leiche eines Kindes aus, die von einer Mülltüte bedeckt ist. Lisa Swain de Jesus identifiziert das Mädchen als ihre vermisste Tochter Iriana. Das tote Mädchen war mein Kind. Aus und vorbei. 5 Tage habe ich gebangt und gehofft. Ich konnte ihr nicht helfen. Eine Obduktion ergibt, dass die Kleine sexuell missbraucht und dann erwürgt wurde. Der Zeuge beschreibt den Mann der Polizei. Ein Phantombild wird erstellt. Beamte befragen das gesamte Viertel. Niemand wusste etwas Genaues. Wir hatten nicht einmal seinen vollständigen Namen. Der Nachname fehlte. Die Leute kannten ihn als Carlo oder Carlos. Die Ermittlungen verlaufen im Sande. Der Täter war uns völlig unbekannt. Er verschwand genauso schnell, wie er auftauchte. 7 Jahre vergehen. Dann kommt Bewegung in den Fall. DNA-Spuren, die an Iriana sichergestellt wurden, können einem Kriminellen namens Alexis Flores zugeordnet werden. Doch mittlerweile befindet sich Flores außer Landes. 2 Jahre zuvor, 2005, hat ihn die US-Einwanderungsbehörde in seine Heimat Honduras abgeschoben. Niemand ahnte, dass er der Kindermörder von Philadelphia ist. Um internationale Aufmerksamkeit zu gewinnen, setzt das FBI Flores am 2. Juni 2007 auf die Liste der 10 meistgesuchten Personen. Wir haben uns sehr geärgert, denn er saß bereits in Arizona in Haft. Doch damals konnten wir noch keinen DNA-Abgleich machen. Jede Hilfe ist dem FBI willkommen. Der Steckbrief lautet folgendermaßen. Alexis Flores, geboren am 18. Juli 1975 in Honduras. Haarfarbe schwarz, Augenfarbe braun, Größe 1,62 Meter, schmale Statur. Der Gesuchte wirkt jünger als er ist und hat eine Narbe auf der Stirn, eine weitere auf der rechten Wange. Das FBI vermutet ihn in Honduras oder in einem anderen Land in Mittelamerika.
Belohnung $100.000. Die Ermittler befürchten, dass Flores weitere Kinder töten könnte, wenn er nicht gefasst wird. Eine Fünfjährige zu entführen, zu missbrauchen und zu töten, war vermutlich kein Einzeldelikt von ihm. Er kam nur ganz kurz hier nach Philadelphia, gewann das Vertrauen des Mädchens und ermordete es. Die Öffentlichkeit soll wissen, der ist gefährlich. Entweder hat er Ähnliches bereits vorher getan oder wird es wieder tun. Er läuft frei herum, vielleicht glücklich, als ob er nichts getan hätte. Ich hoffe, dass sich jemand bei seinem Anblick daran erinnert, dass dieser Mann eine Fünfjährige auf dem Gewissen hat. Er ist ein gefährliches Individuum, das so schnell wie möglich ins Gefängnis muss. Bevor die Fahndungsliste des FBI eingeführt wurde, nannte man gefährliche Kriminelle und Mörder Public Enemies, Staatsfeinde. Berühmte flüchtige Straftäter waren zum Beispiel Babyface Nelson oder Bonnie und Clyde. Der Begriff Staatsfeind Nummer 1 wurde von den Medien erfunden. In den 30ern war er besonders gebräuchlich, bei Al Capone und John Dillinger. Das FBI hat diesen Begriff eigentlich nicht benutzt. Die Ermittler reden eher von den meistgesuchten Personen. Und die Nummer 3 in unserem Countdown hätte zu jeder Zeit als brutaler Top-Krimineller gegolten. James J. Whitey Bulger, Belohnung $2 Millionen. Whitey Bulger ist der bösartigste, berechnendste und psychotischste Killer, der mir je begegnet ist. Mafiosi leben und sterben nach einem Kodex der Gewalt. Doch es ist ungewöhnlich, dass ein Mitglied der organisierten Kriminalität auf der FBI-Liste landet. Noch in den 50er Jahren weigerte sich der damalige Direktor des FBI, J. Edgar Hoover, anzuerkennen, dass ein kriminelles Netzwerk in den USA existiert. In den 60er Jahren wuchs der Druck der Öffentlichkeit auf die Bundespolizei. Diese musste ihre Position ändern und bekräftigte offiziell, dass es in den Vereinigten Staaten Mafiastrukturen gibt. Trotzdem ist es die Ausnahme, dass Mafiosi auf der Liste stehen, aus einem ganz einfachen Grund. Die Liste konzentriert sich auf Flüchtige. Mafia-Angehörige flüchten normalerweise nicht. Daher ist Whitey Bulger ein sehr ungewöhnlicher Fall. Offiziell haben alle 10 Flüchtigen auf der Liste für das FBI den gleichen Stellenwert. Doch mit Whitey Bulger haben die Ermittler eine ganz persönliche Rechnung zu begleichen. Der Mafioso hat das FBI in seinen Grundfesten erschüttert. Mindestens 6 Vollzeitermittler sind durchgehend und ausschließlich damit beschäftigt, James Bulger aufzuspüren. Whitey Bulgers kriminelle Karriere beginnt in den Straßen im Süden Bostons. Die Ansässigen nennen die Gegend Southie. Hier wohnen vor allem Irischstämmige, die eine enge Gemeinschaft bilden. Whitey ist im sogenannten Lower End von Southie aufgewachsen. Das war damals keine schlechte Gegend. Als Jugendlicher gehört Whitey einer Gang an. Er gilt als arrogant und rücksichtslos. Bald wird er wegen Raub und Körperverletzung belangt. In den 50er Jahren wird Bulger für eine Serie von Banküberfällen verurteilt. Er sitzt in Alcatraz. Nach seiner Entlassung will er im organisierten Verbrechen Karriere machen. Er kehrte nach South Boston zurück. Dort wollte er alle anderen damaligen kriminellen Elemente übertrumpfen und unterwerfen. In den 70er Jahren etabliert sich Whitey als Schlüsselfigur in der sogenannten Irish Winter Hill Gang von Boston. Er reißt alle kriminellen Aktivitäten an sich, die schnelles Geld versprechen. Wucher, Erpressung, Geldwäsche, Auftragsmorde, Drogenhandel, alles. In den Straßen von Southie hat Bulger bald den Ruf, ein brutaler und sadistischer Gangster zu sein. Whitey hat gern Leute zusammengeschlagen. Es gefiel ihm, wenn sie am Boden lagen und weinten. Der ehemalige Mafioso Patrick Nee kennt Whitey Bulgers dunkle Seiten allzu gut.
Er hat es zutiefst genossen, wenn sich jemand vor Angst in die Hose machte. Doch Bulger hat sich im Griff, wenn es darauf ankommt. Er legte bei seinen Aktionen eine große Disziplin an den Tag. Er trank und spielte nicht und nahm keine Drogen. Bulger umgibt sich mit loyalen Schlägern wie Kevin Weeks. Für mich war er ein Freund und Mentor. Jahrelang gehört Kevin Weeks zum engsten Kreis um Bulger. Er hat seinen gewalttätigen Chef oft genug in Aktion erlebt. Er tötete Menschen auf unterschiedlichste Arten. Er erschoss sie, er stach sie, er schlug sie mit Knüppeln. Er überfuhr jemanden mit dem Auto, wie es ihm gerade passte. Die irische Mafia treibt in Boston erfolgreich ihr Unwesen. Doch das FBI ist vor allem damit beschäftigt, die italienischstämmigen Mafiosi zu verfolgen. 1975 arrangiert der FBI-Agent John Connolly ein geheimes Treffen mit Whitey Bulger. Wie Bulger ist auch Connolly auf den Straßen von Southie groß geworden. Die beiden kennen sich aus Kindheitstagen. Connolly fragt den irischen Mafioso, ob er dem FBI Informationen über die italienische Konkurrenz liefern möchte. Für Whitey ist das eine unverhoffte Gelegenheit. Er hilft dem FBI, seine Feinde auszuschalten. Im Gegenzug bekommt er einen direkten Draht zur Bundespolizei. Das war eine perfekte Symbiose. Bulger benutzte das FBI wie seinen persönlichen Schlägertrupp, um seine Feinde loszuwerden. Agent Connolly weitet den Deal aus. Er verspricht Bulger im Geheimen, ihn vor allen Ermittlungen zu schützen. So gelingt es Whitey, sich an die Spitze der Winter Hill Gang zu setzen. Er wird der gefürchtetste irische Mafia-Boss von Boston. Ungestört regiert er in den Straßen im Süden der Stadt mit Terror und Gewalt. Sein früherer Komplize Kevin Weeks erzählt, dass Whitey und er dieses Haus zum Morden benutzten. Sie nannten es das Spukhaus. Keiner kam gern hierher. Wer hier auf uns traf, wurde getötet. Kein schöner Ort. Doch Whitey will seine Mordlust nicht auf den Süden Bostons beschränken. Bulger und die Winter Hill Gang erpressen über $1 Million Schutzgeld von einem Sporthallenbetreiber. Als 1978 ein neuer Manager aus Oklahoma das Center übernimmt, Roger Wheeler, soll mit Whiteys lukrativen Einnahmen Schluss sein. Bulger erteilt den Auftrag, Wheeler zu ermorden. Zwei Winter Hill Gang-Mitglieder fuhren nach Oklahoma und erschossen Roger Wheeler, als er einen Golfplatz verließ. Er wollte in sein Auto steigen, da feuerten sie. Connolly schützt Bulger fast 20 Jahre lang vor der Verfolgung des FBI. Doch das FBI ist nicht die einzige Ermittlungsbehörde in Boston. 1994 nehmen die Massachusetts State Police und die Staatsanwaltschaft Bulger ins Visier. Eine Klage gegen ihn wird vorbereitet, wegen Bandenkriminalität, Schutzgelderpressungen und Mord. Am 5. Januar 1995 soll Bulger verhaftet werden. Doch nach Angaben von Kevin Weeks verhindert Connolly die Festnahme. Hier hat mich John Connolly davor gewarnt, dass Bulger und andere Köpfe der organisierten Kriminalität angeklagt werden sollen. Ich sollte ihnen Bescheid sagen, damit sie rechtzeitig abhauen können. Kevin Weeks alarmiert daraufhin seinen Chef. Bulger holte mich kurz darauf hier ab. Als ich ihm alles mitgeteilt hatte, drehte er sofort um, setzte mich ab. Weg war er. Seitdem ist Bulger untergetaucht. Er hatte einen Vorsprung, das war das Problem. Wer sich vorbereiten kann und Geld hat, kann sich auch verstecken.
Am 17. November 1999 verhaftet die Polizei Kevin Weeks. Er wird verurteilt wegen Schutzgelderpressung, Geldwäsche und Beihilfe zum Mord. Er kooperiert mit den Ermittlern und wird zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Jahr 2000 führte die Massachusetts State Police zu 3 Gräbern an dieser Schnellstraße außerhalb von Boston. Die Beamten brachten Bagger und Zelte, um die Leichen zu bergen. Sie fanden sie genau da, wo ich es ihnen gezeigt hatte. Das FBI meint, dass 19 Morde auf Whitey Bulgers persönliches Konto gehen. Wenn er es sich in den Kopf gesetzt hatte, jemanden zu töten, dann gab es für denjenigen keine Chance. Mord gehörte zum Geschäft. Für James Bulger war Mord ein Mittel zum Zweck. Wer seine Organisation gefährdete, starb. Im September 2002 wird FBI-Agent John Connolly zu 10 Jahren Haft verurteilt. Wegen Bandenkriminalität und Behinderung der Justiz. Connolly hatte völlig die Kontrolle verloren. Bulger hat Connolly wie eine Marionette tanzen lassen. In einem Bericht für den Kongress heißt es, die korrupte Verbindung zwischen FBI und Bulger sei einer der Tiefpunkte in der Geschichte der Bundeskriminalpolizei gewesen. Die Agenten des FBI glauben, dass Bulger die USA verlassen hat. Um die Suche auszuweiten, wird der Flüchtige am 19. August 1999 auf die Liste der 10 Meistgesuchten gesetzt. Die Liste der Top 10 hat mittlerweile international Wirkung. So können wir auf diesen Mann zu Hause und im Ausland aufmerksam machen. Nach Angaben des FBI hat Bulger große Geldsummen in Banksafes rund um die Welt untergebracht. Bulger ist geschickt genug, um nicht zu lange an einem Ort zu bleiben. Hier macht er einige Anrufe, da wechselt er das Hotel und dann ist er schon wieder woanders. Das FBI hat Tonaufnahmen und Videos von Bulger auf seiner Homepage gestellt. Vielleicht erkennt ja jemand seine Gestik oder Stimme. Can I speak to Jack? Thank you. Hi Jack, is there any rentals up at that place up across from Kelly's? Okay, gonna find out now. I think that's the Marine Park, they call it. What do they call it, the Marine Park? Dies ist sein Steckbrief. James Whitey Bulger. Geboren am 3. September 1929. Bulger hat einen auffallend verfärbten Vorderzahn. Größe zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter. Er benutzt viele Decknamen. Bulger liest sehr gern und interessiert sich für Geschichte. Außerdem ist er ein großer Tierfreund. 2008 erhöhte das FBI die ausgesetzte Belohnung für Bulgers Festnahme von 1 Million auf 2 Millionen Dollar. Bulger könnte in Begleitung seiner langjährigen Lebensgefährtin Catherine Greig unterwegs sein. Wenn Sie am Strand einen kleinen alten Mann sehen mit seiner einst glamourösen, abgetakelten Mafia-Braut, dann ist das 2 Millionen Dollar wert. Aber das FBI warnt. Dieser harmlos wirkende, kleine, alte Mann ist extrem gefährlich. Er hat immer gesagt, in die Hölle fahren wir gemeinsam. Wenn er eine Waffe hat, wird er so viele Menschen wie möglich in den Tod reißen. Im Zuge der Bekämpfung des weltweiten Terrorismus arbeitet das FBI heute auch daran, Terrorangriffe zu verhindern, die außer Landes geplant werden. Ein Terrorplan kann zum Beispiel in Afghanistan ausgearbeitet werden. Terroristen werden aus aller Herren Länder rekrutiert. Und weil das so ist, wird die Liste internationaler. Unsere Nummer 2 war einer der ersten Terroristen mit internationalen Verbindungen, die per Liste gesucht werden. Victor Manuel Gerena. Belohnung 1 Million Dollar. Das FBI wird ihn verfolgen, wie lange es auch dauert. 12. September 1983, West Hartford im Bundesstaat Connecticut.
Der 25-jährige Viktor Chirena tritt seine Schicht als Wachmann für eine Geldtransportfirma an. Gemeinsam mit seinem Kollegen sammelt er jede Menge Bargeld ein. Nach der letzten Station wartet Chirena auf einen geeigneten Moment. Mittlerweile sind nur noch Chirena, sein Kollege und ihr Chef in der Filiale. Viktor Chirena zog dem Filialleiter die Pistole aus dem Halfter, richtete sie auf dessen Kopf und sagte: Tun Sie, was ich sage, sonst erschieße ich Sie. Er legt seinem Chef Handschellen an und fesselt seinen Kollegen. In den folgenden anderthalb Stunden belädt Chirena sein Auto mit einer halben Tonne Bargeld. Viktor Chirena fuhr mit 7.070.150 Dollar davon. Am nächsten Tag findet man Chirenas Wagen, von ihm selbst und dem Geld aber keine Spur. Er ist verschwunden. Bewaffnete Raubüberfälle scheinen ein Klassiker zu sein, wenn jemand schnell reich werden will. Das FBI übernimmt die Ermittlungen. Special Agent Wally Salisbury stellt ein detailliertes Profil des Flüchtigen zusammen. Auf den ersten Blick wirkt Chirena nicht wie ein Krimineller. Er hat keinerlei Vorstrafen und bei der Firma etwa ein Jahr lang ohne Vorkommnisse gearbeitet. Dann findet das FBI Hinweise, dass Chirena ein Doppelleben führte. Als Agenten Telefonate der Revolutionsbewegung Los Macheteros in Puerto Rico abhören, trauen sie ihren Ohren nicht. Der Überfall auf die Geldtransportfirma wird genau beschrieben. Dabei fällt auch der Name Viktor Chirena. Es stellt sich heraus, dass Chirena das Geld für Los Macheteros geraubt hat. Diese kämpfen für Puerto Ricos Unabhängigkeit von den USA. Bevor das FBI Chirena aufspüren kann, helfen Mitglieder der Bewegung, ihm nach Mexiko zu fliehen und von dort nach Kuba. Dort endet die Spur. Kuba hat keine diplomatischen Beziehungen mit den USA und liefert nie Kriminelle an die Vereinigten Staaten aus. Das FBI meint aber, dass Chirena eventuell Kuba verlassen möchte. Für diesen Fall will man vorbereitet sein. Wir hoffen, dass die Bevölkerung aufmerksam ist und den Behörden Bescheid sagt, wenn er gesehen wird. Und dies ist sein Steckbrief. Viktor Manuel Chirena, geboren am 24. Juni 1958. Haarfarbe braun, Augenfarbe grün, Größe 1,70 Meter. Chirena hat eine 2,5 cm lange Narbe und einen Leberfleck auf dem rechten Schulterblatt. Dieses Bild wurde 1983 aufgenommen und so sieht Chirena vermutlich heute aus. Chirena steht bereits so lange auf der Liste wie keiner vor ihm. Er ist vermutlich zu allem bereit, um der Verhaftung zu entgehen. Das FBI hält ihn für einen gewalttätigen Kriminellen mit terroristischem Hintergrund. Deswegen ist eine besonders hohe Belohnung ausgesetzt worden. Für den entscheidenden Hinweis gibt es 1 Million Dollar. Es mag vielleicht unwahrscheinlich klingen, dass terroristische Straftäter, die international vernetzt sind, mit Hilfe der Liste gefasst werden können. Aber genau das ist in der Vergangenheit tatsächlich im Fall eines weltweit berüchtigten Attentäters gelungen. 26. Februar 1993, New York. Eine Bombe in einem Kleinbus versteckt, explodiert in der Tiefgarage des North Towers vom World Trade Center. 6 Menschen sterben, über 1000 werden verletzt. Die Ermittler verhaften einen der Terroristen, als er bei der Autovermietung die hinterlegte Kaution für den Kleinbus abholen will. FBI-Agenten spüren 3 weitere Mitglieder der Terrorgruppe auf. Sie erfahren, dass der Kopf der Gruppe, Ramzi Youssef, die USA am Abend nach dem Attentat verlassen hat. Da fingen wir an, überall auf der Welt nach ihm zu fahren. Terrorismusexperte Fred Burton entdeckt, dass Youssef ausgefeilte Terrorpläne geschmiedet hat. Er war eine Ein-Mann-Terrorshow und enorm fähig.
Das FBI setzt Youssef auf die Liste der 10 Meistgesuchten, auf einem zusätzlichen Extraplatz. Als Belohnung werden 2 Millionen $ ausgeschrieben. Das FBI bittet Ermittlungsbehörden auf der ganzen Welt um Unterstützung. Nachdem Youssef auf die FBI-Liste gesetzt wurde, wuchs die öffentliche Aufmerksamkeit für diesen Fall enorm. Seinen Steckbrief kannte die ganze Welt. Im Februar 1995 nimmt ein Mann namens Ishtayak Parker in Islamabad in Pakistan Kontakt mit einem US-Diplomaten auf. Youssef hatte versucht, ihn für seine Terrororganisation zu rekrutieren. Er sagte, ich habe Informationen über Ramzi Youssef. Der Mann behauptete, den Wohnort von Youssef zu kennen und er wüsste, wann dieser dorthin zurückkehren würde. Pakistanische Geheimdienstagenten stürmen gemeinsam mit US-amerikanischen Kollegen das Sukasa Guesthouse in Islamabad. In Washington werden Antiterror-Experte Fred Burton und ein FBI-Kollege ständig auf dem Laufenden gehalten. Ich konnte über Telefon alle Funksprüche hören. Die Männer klopften an die Tür. Ramzi Youssef öffnete. Einer unserer Leute funkte, wir haben ihn. Youssef wird festgenommen, ohne dass ein einziger Schuss fällt. Im Haus finden die Agenten Flugpläne verschiedener Airlines und Komponenten, aus denen man Bomben herstellt. Das war ein sehr erfolgreiches Beispiel dafür, wie die Liste funktioniert. Dieser Mann stand auf der FBI-Liste und das führte dazu, dass eine Einzelperson zu uns kam, die sagte, ich habe eine Verabredung mit dem Typ. Ich soll für ihn ein Flugzeug hochjagen. Und schon standen wir auf seiner Schwelle. Der Informant, der uns zu Ramzi Youssef geführt hat, ist jetzt ein sehr reicher Mann. Aber er hat sein Leben riskiert. Ohne Anreiz hätte er uns Ramzi Youssef nicht gezeigt. Dann hätte dieser weitere Menschen getötet. Vielleicht gelingt ja ein ähnlicher Erfolg im Fall unserer Nummer 1. Der Drahtzieher hinter den Anschlägen vom 11. September 2001 stand zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Liste, was die meisten Leute nicht wissen. Seinen Namen kennt jeder, Osama bin Laden. Belohnung 25 Millionen Dollar. Jemanden wie Osama bin Laden auf die Liste zu setzen, ist sehr effektiv. Dieser Mann ist nicht nur Terrorist, sondern Massenmörder. Der ehemalige stellvertretende FBI-Direktor John Miller kennt den Fall bin Laden in- und auswendig.1998 interviewte Miller persönlich als Fernsehreporter Osama bin Laden in Afghanistan. Wir halten die Amerikaner für die größten Diebe auf der Welt. Eines war sehr deutlich. Alle Männer, die bin Laden umgaben, ob es seine engen Vertrauten waren oder ob sie zum Fußvolk gehörten, verehrten ihn fast wie einen Gott. Sie hätten alles für ihn getan und ihr Leben für ihn geopfert. Wir unterscheiden nicht zwischen Menschen in Uniform und Menschen in Zivilkleidung. Alle kommen nach der Fatwa als Ziel in Frage. Diese Botschaft galt den USA. Bin Laden hat unserem Land den Krieg erklärt und er wollte, dass die amerikanische Bevölkerung diese Kriegserklärung hört. Nur 3 Monate nach diesem Interview soll Bin Laden 2 Bombenattentate auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam initiiert haben. Mehr als 200 Menschen starben. Juni 1999. Das FBI setzt den Al-Qaida-Führer auf die Liste der 10 meistgesuchten Personen. Eine Belohnung von 5 Millionen Dollar wird auf jeden Hinweis ausgesetzt, der zu seiner Verhaftung führt. Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 wird die Belohnung auf den Kopf des Terroristen auf 25 Millionen Dollar angehoben. Sein Gesicht kennt fast jeder, aber hier sind weitere Angaben. Osama bin Laden, Staatsangehörigkeit, Saudi-Arabisch. Geboren am 10. März 1957, Statur groß und sehr schlank. Größe zwischen 1,90 Meter und 1,95 Meter. Gewicht vermutlich etwa 72 Kilo.
Bin Laden ist Linkshänder und läuft an einem Gehstock. Die Geheimdienste meinen, dass er sich nach wie vor in den Gebirgsregionen von Pakistan aufhält, umgeben von treuen Al-Qaida-Anhängern. Die FBI-Liste der 10 meistgesuchten Personen gibt es mittlerweile seit mehreren Jahrzehnten. Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklungen hat auch sie sich verändert. Beim FBI rechnet man damit, dass bald Kriminelle, die ihre Straftaten im Internet begehen, auf der Liste erscheinen. In Zukunft werden wir vermutlich Leute suchen, die mit einer Computermaus Gesetze brechen und internationale Grenzen überschreiten. Straftäter, die mit einem Klick mehr Geld rauben als Babyface und Ma Barker sich je hätten vorstellen können. Die Art und Weise, wie Verbrechen begangen werden, mag sich wandeln. Das ändert aber nichts an der Wirksamkeit der Liste. Diese Liste ist reine zielgerichtete Information. Und dieses Ziel besteht darin, jeden Bürger auf die Kriminellen aufmerksam zu machen. Zuschauer können das FBI im Internet kontaktieren oder ein Büro vor Ort. Ihre Identität muss nicht bekannt werden. Wir brauchen nur die Information, dann haben Sie Anspruch auf die Belohnung. Streng vertraulich. Für das FBI ist die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit unersetzlich bei der Verfolgung von Straftätern. Jeder kann dazu beitragen, einen der Flüchtigen zu fassen. Die Liste der 10 Meistgesuchten bleibt das wichtigste Instrument der Behörden. Sie scheucht die Kriminellen auf, indem sie einen riesigen Scheinwerfer auf sie richtet.